was bisher geschah. Bartrand, sie ist hinter dir zugefallen. Mhm. Und so geht's weiter. Ich schwöre, ich werde diesen Hurensohn finden. Entschuldige, Mutter. Und dann bringe ich ihn um. Hoffen wir, dass es irgendeinen Weg hier raus gibt. Die Frage ist natürlich, war das Bartrands Plan von Anfang an, was ich mir fast nicht vorstellen kann? Oder hat ihn dieses komische Zeug da, dieses Artefakt oder was auch immer, korrumpiert? Wobei dann wieder die Frage ist, warum hat das auf uns keinen Effekt? Gerade wir als Magier. Und was ist das überhaupt für ein Artefakt? Also dieses rote Schimmern wirkt ja generell schon immer bedrohlich. Da stellen sich mir gerade Fragen über Fragen. Nee, wir gehen mal erstmal in den kleinen Raum hier. Bringen wir es hinter uns. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ach ja. Ja, ja, ist okay. Kann man mal machen. Mhm. Komm, schauen wir doch alle hier ein. Huch, das war natürlich sehr gut. Oh Gott. Kleinen Augenblick. Komm her. Los rein. Dann machen wir mal hier kurz das. Und dann gehen wir nochmal ein, weil ich Angst vor ihm habe. Wie man nur Angst haben kann. Holy shit. Holy shit. Alter Verwalter. Ich bin erschöpft. Ich bin auch erschöpft, du. Ich bin aber sowas von erschöpft. Das Vieh ist, glaube ich, tot da hinten. Ich kann gar nicht so viel machen gerade. Ja. Achso, die sind alle ein wenig. Oh Gott. Haben alle ein wenig zu tun, wollte ich sagen. Hier, mach mal ein bisschen Heilung. Nein! Shitty shit 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 shit. Einmal? Zweimal? Trink einen Schluck? Der ist auf jeden Fall tot. Ich muss die irgendwie loswerden hier. Und das kann ich nicht, solange ich nicht casten kann. So, sterbt, ihr Mistviecher. Bau, bau, hilf mir. Hilf mir, Bau, bau. Alter. Wie? Ist noch nicht vorbei. Was? So, einmal rein da. Und ich brauche dringend Lyrium, holy shit. Das ist das erste Mal, dass ich echt Mangel habe hier drin. Komm, den kriegen wir auch so. Alter, wie viele denn noch, um Himmels Willen? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Mistviecher! Das war nicht besonders. Die sind beschäftigt. Okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Ich kann nicht mal angreifen, wenn ich keinen Mana habe, oder was? Doch, habe ich. Gar nicht. Wow. Das war hart. Das war tatsächlich sehr, sehr hart. Nimm mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, so eine Rüstung. Und dann können wir... Holy shit. Oh. Das war gar nicht so einfach. Nein, nein. Was mich dazu führt, mich zu entscheiden, mehr Willenskraft zu gehen. Definitiv nicht. Das haben wir, Kreis der Sperrkraft. Ich glaube, den nehme ich mal. Ich glaube, den möchte ich probieren. So, Sog des Abgrunds, das will ich alles nicht. Haben wir hier noch? Das habe ich schon, das will ich nicht. Barriere brauche ich eigentlich auch nicht. Hervorrufung. Ich glaube, ich glaube, ich bleibe mal bei dem Fähigkeitsbaum hier. Sehr schön. So, liebster Bruder, noch ein bisschen mehr Konstitution für dich. Und du hast ja jetzt zweihändig. Genau, du hast jetzt auch wieder einen Zweihänder, was ganz gut ist. Das haben wir voll. Das ist Verteidiger. Klingendrehung, aber du hast schon eins. Das möchte ich eigentlich nicht noch weitermachen. Kräfte sammeln, why not? Okay, wir speichern. Das war hart. Hat sich aber gelohnt. Ah, shit, das war ja noch nicht mal irgendwas Storymäßiges. Das ist, weil hier so viele Truhen sind mit monstermäßig scheiß Dingen, wenn ich ehrlich sein soll und nachgucken würde. Ja, das hat sich... Wow, wow. Dafür bin ich fast verreckt. Das freut mich ja jetzt. Gut, dass wir das nochmal machen durften. So, gucken wir uns doch kurz an, was hinter Tür Nummer B liegt. Solange ihr nicht in den Massen auftretet wie gerade, bin ich echt zufrieden. Das war unmenschlich. Aua, aua, aua. Aua, aua, also wenn die in meine Nähe kommt, tun die weh. Du bist erledigt. Kinderspiel.
Ich erledige das. Die kommen wieder von hinten. Da kommen, ja, da sind zwei. Einmal groß hier Feuerspruch. Einer weniger, der uns Probleme macht. Sehr schön. Ich kann mich eigentlich auch nur auf Feuerschaden spezialisieren und Eisschaden hauptsächlich, weil das ist echt das, was ich 90% der Zeit mache. What? 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 Ehrlich? Was ist das denn? Ruchloser. Was zur Hölle sind das denn? Also die kenne ich nicht, Freunde. Das ist was Neues. Hier. Hat jemand Lust auf einen Feuerball? Viel Spaß. Könnt ihr euch ein bisschen langsamer bewegen und vor allem nicht auf mich zu. Bei den nice Flammen, one. Was waren das für Dinger? Schön, mal neuer Gegner. Da freue ich mich ja direkt hoch, das wollte ich nicht. Stufenaufstieg. Ganz viel Schaden für dich. Bitte mach noch viel, viel mehr Schaden. Viel, viel mehr Schaden. Gut geölt. Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Genau das, was ich von dir möchte. Das nervt mich. Immer noch, weil wir waren mal so weit, dass wir das echt, dass wir im Feindesbereich waren, also im Rivalenbereich. Das hat sich jetzt irgendwie auch mittlerweile ergeben. Erledigt, nicht ergeben, aber na gut. So, hier sind wir voll bei dir. Toben dazu an, wenn Rache aktiv ist, was wir ja nie aktiv haben. Das ist auch immer nur, wenn Rache aktiv sein kann, ne? Anders opfert seine Gesundheit, um sein Mana aufzufüllen und schneller zaubern zu können. Bringt mir nichts, muss ich ehrlich gestehen. Bringt mir einfach null nada niente. Bringt mir jetzt ehrlich gesagt alles bei ihm hier nichts mehr. Dann machen wir mal das. Wir haben ja zwei. Arcanes Schild will ich nicht, dass er macht. Dann machen wir das aber im Gefängnis. Vielleicht brauche ich es ja mal im Doppelpack. Ich vermute es fast eher nicht, aber... Und da speichern wir auch nochmal. So, schön, dass wenigstens einer von dem was droppt. Ich habe Angst vor weiteren Ruchlosen. Obwohl sie mir noch nicht zu nahe kamen. Ich habe gar nicht richtig sehen können, was das überhaupt waren. Ah! Minimal erschrocken. Wir haben so viel HP, die Viecher. Ja. Natürlich kommt hier ein neuer. Das ist nicht der, den ich haben möchte. Du. Mach mal hier. Mami. Hab ich dich. Das wäre erledigt. Gut. Weißt du, das mit dem Schwierigkeitsgrad, den Laschen, nehme ich einfach alles jetzt zurück an dieser Stelle. Ich finde das jetzt doch langsam, zieht es an. Vielleicht war das davor tatsächlich nur noch Vorgeplänkel. Und jetzt kommen wir zum Holy Shit-Teil. Oh my gosh. Viel Glück im nächsten Leben. Ja, ja. Weißt du was? Hier können wir ja mal... Da. Da. Ich bin bereit. In der Hoffnung, dass sie uns nicht so nahe kommen. Was greift uns da hinten an? Auf sie! Mach sie platt! Wie lange bleibt denn dieser komische Nebel, dass die so verlangsamt sind? So, und was machen wir jetzt? Genug. Ihr habt eure Stärke bewiesen. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Grundlos ist Ansichtssache, wa? Ich würde sagen, einfach angegriffen zu werden, dürfte Grund genug für uns sein. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Was sind das für Dinger? Sie wirken wie Felsgeister, aber... Sie sind hungrig. Die Ruchlosen bewohnen diesen Ort seit unzähligen Zeitaltern. Sie haben sich von den magischen Steinen ernährt, bis sie nichts anderes mehr kannten als das Verlangen. Sie essen das Lyrium? Klingt nach einer ausgewogenen Ernährung. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Besucher. Anders? Er scheint sich sehr für Ihren Hunger zu interessieren. Er ist ein Dämon und er ist hier, um sich zu laben. Und ich möchte mein Festmahl nur äußerst ungern beenden. Ich spüre euer Verlangen.
Ihr wollt diesen Ort verlassen, doch dafür werdet ihr meine Hilfe benötigen. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Vielleicht kommen wir so hier raus. Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Wie sieht denn genau die Hilfe aus? Warum brauchen wir eure Hilfe, um hier rauszukommen? Es gibt noch eine weitere Tür, die zu den Wegen weit über uns führt. Sie ist es, wonach ihr sucht. Sie ist jedoch verschlossen und kann nicht ohne den richtigen Schlüssel geöffnet werden. Ich weiß, wo dieser Schlüssel sich befindet. Tut, worum ich euch bitte. Und ich verrate es euch. Also, was denkt ihr? Worum er uns bittet? Um was wird er uns denn bitten? Kann ich das irgendwie in Erfahrung bringen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob es das bringt, wenn wir ihn jetzt einfach killen. Ich möchte wissen, worum er uns bittet, bevor ich ablehne. Vielleicht können wir es dann immer noch haben, weil das ist ja keine Zusage hier. Was haben wir schon zu verlieren? Eine weise Entscheidung. Welchen Teil von Dämon habt ihr nicht mitbekommen? Ihr könnt unmöglich von mir verlangen, mich auf eine Abmachung mit dieser Kreatur einzulassen. Nicht weit von hier gibt es eine Gruft, die von einer Kreatur bewacht wird, die mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge ist. Vernichtet sie. Und ihr bekommt eure Freiheit. Anders Feindschaft. Na, so schnell kann's gehen. Lass mich raten. Yay! Wuhu! Toll, wir sind also wieder gut dabei und die anderen haben keine Meinung dazu. Ich weiß allerdings nicht, ob mir das gefällt. Kommt jetzt auf die Kreatur drauf an. Ich frage mich auch, ob wir uns jetzt nur anders entscheiden könnten. Und wo muss ich jetzt eigentlich hin? Okay, weißt du was? Ich nehme jetzt knapp eine Stunde auf. Mehr wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Ich wusste nicht, dass die Quest hier noch so lange dauert. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich für mich heute einen Quit machen und wahrscheinlich morgen direkt nochmal den Rest der Session aufnehmen und dafür aber auch ein bisschen von den neuen Quests. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, wie lange das ganze Szenario hier überhaupt noch dauert. Das ist auf jeden Fall extrem interessant. Also das mit dem komischen Lyrium hier, falls es Lyrium sein soll, mit den komischen roten Wurzeln, finde ich extrem interessant. Allein deswegen, weil das offensichtlich von einer Zeit stammt, wo die Zwerge noch keine Paragone hatten. Also noch sehr, 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 sehr viel weiter in der Zeit zurück, als wir es eh schon, ne? Als die tiefen Wege eh schon erbaut worden sind. Und das soll was heißen. Und ich frage mich, ob das alles noch aufgeklärt wird. Und ja, egal. Ich bin begeistert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage Tschüssi! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2 mit Nienchen. Ja, zuletzt sind wir mitten in der Hauptquest leider stehen geblieben, weil ich da nicht weiterspielen konnte. Zeitlich bedingt, weil ich das irgendwie viel kürzer eingeschätzt habe, als es tatsächlich war. Ich habe den Deal dieses Dämons angenommen, warum eigentlich auch immer. Ich habe das vorher nie im ersten Teil getan. Ich höre schon wieder die Aufschreie im Hintergrund von vorletzter Woche oder so. Übrigens, nur damit ihr mal so einen zeitlichen Rahmen vor Augen habt, wann diese Aufnahme stattfindet. Jetzt vor vielleicht knapp einer Woche kam wieder die erste Folge raus. Ich glaube, Folge Nummer 17 habe ich da dann freigegeben. Um zu wissen, wie viel ich einfach mal vorab aufgenommen habe. Also ab jetzt habe ich auch erst wieder Kommentare lesen können und ab jetzt kann ich auch erst wieder darauf reagieren. Also bitte haltet euch zurück. Sagt sie, nachdem das wahrscheinlich Teil 159 ist und das sowieso erst viel zu spät gelesen wird. Aber egal, was soll's. So, ich weiß überhaupt nicht mehr, von wo ich eigentlich kam, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich gucke ihn schon mal in die richtige Richtung. Wir haben unseren lieben Bruder dabei. Ich weiß eigentlich immer noch nicht, warum ich diese idiotische Idee für gut hielt. Vor allem, es hat uns Freundschaftspunkte mit ihm beschert. Ich wollte ja gar nicht freundschaftlich mit ihm umgehen. Ich wollte eigentlich richtig Big Fight mit ihm haben, weil er einfach eine Pussy ist, die mir auf den Sack geht. Aber gut, was getan ist, ist getan. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen, leider Gottes. Ich würde es tun, wenn ich könnte. Aber naja. Und ich finde dieses rote Wurzelzeug irgendwie immer noch, ich glaube ja, hat nicht irgendjemand schon gesagt, dass es Lyrium ist oder auf jeden Fall etwas Seltsames, was sie noch nicht gesehen haben? Es sieht so ein bisschen aus wie... Was ist das hier? Das ist die Schatzkammer. Hierher müssten die Zwerge ihre...
Das ist nicht gut. Oh shit. Ich mich einfach. Alle machen sich bereit zum Fight. In die Richtung. Ich renne erstmal zurück. Und da gibt's gar kein Zurück. Ich stehe hier auf jeden Fall sehr falsch. Alter Felsgeist. Sollten wir das tun? Wir sollten irgendwas für ihn machen. Ich hab's vergessen. Weißt du was? Wir können ja erstmal das casten. Können wir nicht? Weil er ist weg. Oh, er ist da. Okay, never mind. Ich kann mal ja das machen. Und damit du ein bisschen langsamer wirst. Ich glaube, das ist nur seine Bewegung, die dann langsamer wird. Nicht er selbst und seinen Angriff. Was macht er denn? Hi. Oh, du Scheiße. Oh mein Gott. Oh, Freunde. Hallo? Bewegen wir uns bitte alle mal hier aus dem... Jetzt muss ich die alle einzeln bewegen, oder wie? Oh Gott. Nee, du kannst auch hier rüber rennen. Du bist außerhalb und du kannst dich auch noch hierhin bewegen. Und dann sind wir wieder hier. Jetzt muss ich alle mal einzeln bewegen. Das ist natürlich, suboptimal, wenn ich das kurz so sagen darf. Aber ist eine interessante Mechanik. Die gab es noch nicht so in dem Spiel. Ich bin da sehr für. Und die Musik ist auch cool, muss man sagen. Ich bin gerade alles immer so ein bisschen an Stoppen, weil ich doch mehr tun muss als in anderen Fights. Weißt du was, du kannst eigentlich hier hinter stehen bleiben. Das gefällt mir doch ganz gut. Heilen kannst du gerade nicht. Heldenhafte Aura. Irgendwas war mir mit heldenhafter Art. Haben wir schon. Gut. Gut. Alles so, wie es sein soll. Wir laufen mal ein bisschen näher ran und machen hier einen auf. Fuck you. Wir sollten vielleicht die ganzen kleinen Mistviecher killen. Ich glaube, die machen sonst ganz schön viel Schaden auf Dauer. Reicht eigentlich überhaupt jemand irgendwas an? Ja, Kava ist ein guter Junge. Ich kann dich ja nochmal downpinnen. Der kann sich sowieso gerade sehr wenig bewegen, wie ich finde. Und hier, guck mal. Oh nein. Lauf. Ich hab das blöde Gefühl, er wird gleich wieder seine Attacke machen. Geh du mal dahin. Oder? Oder nicht? Nö. Oh doch, jetzt. Bleibt alle da stehen, wo ihr seid. Alle da stehen bleiben. Sind die drin? Oh, aber wie knapp. Schön stehen bleiben, Freunde. Schön stehen bleiben. Sehr gut. Jetzt killt ihn. Auf ihn mit Gebrüll. Aber so richtig. Macht ihn alle platt. Du Stück, du. Felsgeister sollten eigentlich reine Legenden der Zwerge sein. Es sollte sie überhaupt nicht geben. Für mich hat es real ausgesehen. Ich schätze, das spielt auch keine Rolle. Seht nur, was er bewacht hat. Dies gehört nicht euch. Der Schlüssel, den ihr benötigt, ist in der Truhe. Lasst alles andere unberührt. Auf die Gefahr. Denn es gehört mir. Ausspreche, könnt ihr euch vorstellen, was diese Dinge an der Oberfläche wert wären? Wagt es nicht. Das gehört mir, jedes einzelne Stück. Nehmt allein den Schlüssel, sonst werde ich euch vernichten. Varric? Möchtet ihr? Ich bin euch weit voraus. Bianca sagt, der Schatz ist unser.